Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Let's Test Airborne Empire, die Demo. Wir haben die Möglichkeit, hier einmal reinzugucken. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Für mich ist das eine etwas längere Pause zwischen der ersten Folge und der zweiten Folge gewesen. Fünf Tage. Also ich muss selber gerade erstmal wieder kurz reinkommen. Ging leider nicht anders. So, also, ich halte mal ganz kurz an. Ich brauche nochmal kurz Päuschen. Wir waren gerade bei Haven Mill. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch Heaven Mill gesagt. Das ist natürlich nicht richtig. Haven Mill. Und man sieht hier auch, dieser Schriftzug, den gab es das letzte Mal nicht. Das heißt, da haben sie auch was geupdatet. Und ja, ansonsten werden wir sehen, was da noch so passiert ist. Lebensmittel. Da haben wir mehr als genug. Das nehmen wir wieder raus. Mich wundert es, dass die alle hier wieder was drin haben. Vielleicht wachsen die Ressourcen doch nach. Da war ich mir ja noch nicht sicher gewesen. So, wir warten jetzt auf jeden Fall auf das Repairing, also auf die Reparatur. Und Wald in der Nähe wurde abgeholzt. Okay. Fliegen wir mal hier hin. Da haben die Wege ein bisschen kürzer. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Wasser können wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Das Ding bewegt sich. Ich finde das Konzept immer noch sehr, sehr geil. Also. Ich will noch kurz warten. Das hier ist gleich fertig. Und dann sollten wir das Ganze besuchen können. Denn da gibt es was Schönes. Ich hoffe, in der letzten Folge hat euch das gefallen, dass ich das nachsynchronisiert hatte. Ich werde aber gleich sagen, dass ich das nicht nochmal machen werde. Denn es hat fürchterlich viel Arbeit gemacht. Viel zu viel Arbeit. So, the damage to Haven Mill has been repaired. Speak to Magistra Agatha in Haven Mill. Also, unsere Reparatur wurde fertig gemacht. Wir sollen wieder mit Agatha sprechen. Go to the tower. Okay, jetzt funktioniert also alles wieder, die Akademie und der Markt. Und hier bekommen wir noch ein Blueprint. You'll need glass to build street lamps. Genau, das möchte ich. Ich sage erstmal danke. Ich lasse mir nicht nochmal erklären, was Blueprints sind. Okay. Alles klar. Okay. Wir gucken mal ganz kurz. Die Akademie. In der Akademie können wir nämlich jetzt Sachen kaufen. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Preise angepasst haben. Ich meine, die waren mal 500 gewesen. Aber das ist cool. Es macht nur gerade noch keinen Sinn, da voll reinzuknallen. Ich nehme mal nur das Kohlelager mit. Und daran erinnere ich mich gar nicht. Das hatte ich das letzte Mal noch gar nicht geguckt, oder? Es gab es noch nicht. Hier können wir also Sachen kaufen. Ja, ist auch nicht verkehrt. Brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Und natürlich gibt es eine Taverne, wo wir uns wieder... Oh, und die Preise haben sie angepasst. Guck mal, nur noch 25. Und die Bildchen sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Sind nicht mehr alles nur noch ein und dieselben Vögelchen. Das ist ja cool. Okay, annehmen. Was möchte ich als nächstes machen? Ich möchte Häuser, Wohnblöcke kaufen, bauen. Hier einen hin und
Ah, wir haben nicht genug. Ah, verdammt. Das war nicht ganz korrekt. Das war, glaube ich, nicht ganz korrekt, was ich gerade getan habe. Muss mal kurz schauen. Auftrieb. Nee, den habe ich schon erforscht. Auftrieb. Wir brauchen zwei freie Leute. Ich wollte. Ah, nicht mit dem Weg verbunden. Also, wir müssen alles mit einem Weg verbinden. Ist eigentlich auch naheliegend. Ah, Pirates incoming. Von irgendwo kommen jetzt Piraten. Da hinten ist einer. Ganz da hinten. Da. Ja, aktuell können wir da noch gar nichts machen, weil wir eben noch keine, Kosten zu hoch. Wir haben nicht genug Holz. Okay. Wir haben dann noch keine Verteidigung. Und, Haven Mill kann uns ja auch noch nicht helfen. Gut, müssen wir einfach mal über uns, ergehen lassen. Ist so, können wir nichts machen. Wir gucken uns das mal kurz an, wie das so aussieht. Ui. Können wir hier einfach reparieren drücken und dann wird das repariert. Aber da kommt, glaube ich, gleich nochmal ein Angriff von da oben. So. Also, mussten wir gerade einmal einen Screenshot kurz machen für das Thumbnail. Also, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben jetzt einen Ventilator gebaut. Mit dem Ventilator erhöhen wir natürlich wieder unseren Auftrieb. Und das ermöglicht, dass wir mehr Gebäude bauen können. Und mehr Gebäude bedeutet, wir können mehr Häuser bauen. Und das bedeutet, wir können ebenfalls wieder mehr Leute einstellen. Und mehr Leute einstellen bedeutet wieder, wir können mehr Auftrieb haben. Da fehlen uns jetzt gerade die Kosten. Nicht die Kosten, da fehlen uns gerade die, die Ressourcen. Das machen wir jetzt mal. So, da hinten haben wir wieder, sind wir wieder losgeflogen. Wir bekommen also gleich wieder ein paar Relikte. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ja, das läuft. Ich würde mal sagen, wir könnten. Oh, den Wal da hinten. Das ist ja verrückt. Das sieht ja crazy aus. Ah. Da würde ich jetzt gerne mal einmal hinfliegen, um nochmal uns hier Relikte zu holen. Und ansonsten, hier hinten gibt es auch noch ein kleines Dorf. Das bedeutet, dort kriegen wir auch noch Dorfbewohner. So, warte mal, wir fixieren das mal ganz kurz. Während der am Fliegen ist. Wohnblock. Den bauen wir hier hin. Und 12 Holz haben wir. Das reicht nicht aus, dass wir nochmal einen. Den hier können wir auch einmal sein lassen. Attack. Thwarted. Was? Das weiß ich nicht, was. Verstehe ich nicht. Fisch. Das geht nicht. Also ich will ja einmal hier kurz warten, bis wir das Relikt abbauen können. Können wir mal gucken, ob wir ein bisschen schneller uns bewegen können. Also, das haben wir. Hier bleiben wir mal stehen. Ah, was ist das? Eines der großen Kreaturen der Tiefen. Okay. Cool, vielleicht können wir damit später irgendwas Tolles anfangen machen. Bin ich sehr gespannt. So, wir lassen den jetzt da gerade mal. Oder können wir hier in die Richtung noch weiterfliegen? Hier gibt es ja auch eine ganze Menge interessante Sachen.
Und hier vorne ist, glaube ich, die Stadt, wo wir nämlich hin müssen. Ah, okay, Nummer 500. Nice. Nummer 500 Relikte geholt. So, wir könnten uns einmal einen weiteren Hangar zulegen. So, wir müssen mal kurz reingucken. Ja, ich glaube, das passt aber alles soweit. Technologiebaum öffnen. Wir konnten jetzt einmal gerade von dem letzten Mal hier unser Upgrade haben wir bekommen. Das nächste, was ich Upgrade, was ich machen möchte, ist von den Ventilatoren, weil davon haben wir zwei. Und das bedeutet, dass das ja, doppelte Funktion hat, ne? Oder doppelt effizient ist. So möchte ich sagen. Ja, Kohle können wir noch nicht bauen. Wie sieht es mit der Kohle aus? 22. Da gehen wir hier rein. Baumwolle holen wir noch nicht, weil wir damit noch nichts anfangen können. Das hatte ich mal beim ersten Mal gemacht. Das war ein kleiner Fehler gewesen. Wie sieht es aus mit Erz? Okay, Erz haben wir noch mehr als genug. Und wir können den nicht losschicken. Ich brauche einen. Also, ich habe mir angewöhnt, hier gleich die Relikte am Anfang zu sammeln. So, dass man hier nicht wieder zurück muss, zwangsläufig. Nur um Relikte. Kohlelager fast voll. Okay. Dann nehmen wir das raus. Hier hauen wir mal zwei fürs Wasser rein. Lebensmittel werden auch gerade gesammelt. Einen haben wir noch. Dann können wir jetzt hier rüber. Hier ist nochmal eine Taverne. Die Relikte haben wir auch eingesammelt. Wir können mal ein bisschen schnell... Ah ne, wir machen schon volle Pulle. Und das hier sieht nach einem größeren Reliktruine. Ja, oder vielleicht sieht es auch einfach nur so aus. So. Die sind ein kleines bisschen teurer, aber das ist kein Problem. Ich war schon gewohnt, 50 und 60 habe ich sogar auch schon gezahlt, als ich mal im Vorfeld getestet hatte. So. Wir machen uns einfach mal so in die Richtung. Und dann können wir gleich hier noch die Relikte einsammeln. Nahrung und Wasser haben wir genug, okay. Aber, nee, haben wir auch noch genug. Oh, Moment, da müssen wir mal kurz anhalten. Da müssen wir mal kurz anhalten und einmal schauen, was wir noch alles Sinnvolles machen können. Eine weitere Akademie bauen. Ja, dann würde alles schneller gehen, ne? Wäre nicht verkehrt. Wir brauchen 4 untätige Mitarbeiter. Ich habe hier einen Fehler gemacht, das sehe ich gerade. Die Akademie habe ich zentral gebaut. Ich hätte die nach 1 oder 2 nach links oder rechts versetzen müssen, weil das würde zwar gehen, wobei das geht auch. Dann machen wir das und rechnen damit, dass wir dann später mal 3 haben werden. Aber ich brauche, nee, ich, warte mal, ich brauche hier einen Weg. Hier muss auch ein Weg sein. Weil Wege sind relevant. Wege sind leider relevant. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt sinnvollerweise schon so voll machen. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Vielleicht, bis jetzt habe ich nur gesehen, es gibt diese 3x3 und dann gibt es hier diese 4x4 und hier sowas wie 3x, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, das hier sind auch 7. Weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was dann hier vielleicht noch reinpassen könnte. Müssen wir einfach abwarten. Ich würde sagen, wir machen das so. Den hier, den packen wir hier rüber.
Ich wollte gerade sagen, warum ist denn die Akademie länger als die andere? Aber das ist ja, ist ja offensichtlich. Weil wir ja hier nochmal vorne, vorne dran, Wege haben. So, dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar... Haben wir irgendwo Untätige? Nein. Und zwar, wir brauchen Licht. Straßenlicht. Das ist die Blaupause, die wir bekommen haben. Aus Haven Mill. Ich warte hier gerade, bis die Technologie fertig abgeschlossen ist. Und dann gibt es Needs. Hier, die Lampe. Was braucht die? Fertig in einer Stunde. Und dann können wir das bauen. Dann haben wir weniger Unfälle. Denn Unfälle, wo ist es? Einen haben wir schon. Der ist erst wieder in 34 Stunden ready. Aber dadurch, dass wir jetzt hier in der Akademie zwei Akademies haben, geht das Ganze natürlich schon mal eine Nummer schneller. Das ist schon sehr, sehr gut. So. Was mache ich als nächstes? Ich möchte einmal das hier machen. Man kann leider keine Queue bauen. Oder zumindest habe ich noch nicht gesehen, wie man sich hier eine Warteschlange bauen kann. Aber gut, okay. Kriegen wir hin. Trotzdem. So, wir hatten doch eben gerade Lager. Ah nee, das haben wir noch nicht... Haben wir noch nicht gemacht. Das hier ist riesengroß. Das ist ein richtiger Banger. Und ist off-center. Also beziehungsweise die Foundation hat ja eine ungerade Breitenzahl und das andere hat eine gerade Breitenzahl. Und ja, das macht das nicht gerade nicht einfach. So, Needs. Also, wie ihr sehen könnt, da gibt es so einen Radius um die Basis und... Wir erhöhen... Warum habe ich denn da hier jetzt zwei Abstände reingemacht? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so sinnvoll war. So. Das machen wir jetzt hier, damit weniger Leute darunter fallen. Und... Ich glaube, hier mache ich das. Cool wäre, ist vielleicht aber auch total Overkill, cool wäre so eine Funktion, dass man spiegelnd bauen kann. Dass man das nicht selbstständig gucken muss, dass man symmetrisch baut, sondern dass man halt einfach sagt, jo, hau mal rein. Also, jetzt sind wir am absoluten Limit, was die, Baufähigkeit anbelangt. Ist aber kein Problem, ich will das gerade bauen, damit wir gleich in der Taverne uns wieder, Mitarbeiter holen können. Haben wir eigentlich hier, ja, genau, jetzt ist es so, wir haben das Upgrade erforscht, wir müssen es aber noch anwenden. Das gehen wir einfach hier drauf, dann können wir... Die Upgrades starten. Hier müssen wir mal ganz kurz... Haben wir noch irgendwelche Mitarbeiter? Nee. So. Okay. Also, wir konnten hier wieder ein kleines bisschen was rausholen. Das ist gut. Das bedeutet aber auch, ich möchte... Nochmal welche bauen. Auftrieb. Wir haben nicht genug Holz. Kümmern wir uns gleich drum. Und sinnvoll wäre natürlich, wenn wir auch dann, meine Güte, es macht gerade Bing, 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 Bing. So, wenn wir hier in dem Technologiebaum im Hangar nochmal weitere Flugzeuge uns, jeweils ein weiteres Flugzeug holen können. So, das haben wir. Wir gehen mal ganz kurz hier rein.
Und gehen mal zu dem Turm. Also wie gesagt, ich werde das jetzt nicht nochmal synchronisieren, weil das war wirklich, ich dachte eigentlich, das ist eine coole Sache und ich dachte oder hatte gehofft, dass es schnell geht, ist aber nicht so. Genau. Ich lese das auch nicht in Englisch vor und bis ich dann die richtigen Worte im Deutschen gefunden habe, dauert mir einfach zu lange. Also hier, take this defense tower schematic, deliver it to Agatha. Also wir sollen den Verteidigungsturm-Blaupause, die Verteidigungsturm-Blaupause zu Agatha bringen. Okay. Wir gucken mal ganz kurz in die Akademie, was wir hier holen können. Wir haben eigentlich Wasser- und Nahrungsturm nehmen wir mit und, jetzt weiß ich nämlich schon, wir werden es brauchen, Klinik nehmen wir mit. Das war jetzt relativ teuer, aber da es ja mittlerweile in der Taverne um einiges günstiger ist, Leute einzukaufen, hauen wir voll rein. Guck mal, wir haben noch 6... Market brauchen wir nicht. Was mit der Akademie? Ah, nee, da... Nee, ist auch lustig. Guck mal hier. Akademie, da wird dieser Turm leuchtet, aber wir bewegen uns hierhin auf dieses Gebäude. Taverne hatten wir. Market haben wir. Tower. Okay. Haben wir alles. You can now research Defense Tower. Also, wir können jetzt hier Combat und das werden wir direkt machen. Achso, nee. Wir machen noch die Aktion fertig. Und wir müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, waren wir hier in dem Settlement und hatten uns Leute geholt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh Gottchen. Da haben wir noch... Ah, wir müssen... Ich muss mich ein kleines bisschen konzentrieren hier. Also, als allererstes, wir müssen die Nahrung erhöhen, weil wir jetzt so viele Leute haben, dass die Nahrung relativ schnell sinkt. Und das möchte ich nicht. Ich muss aber... Genau, Lagerung. Ich muss aber das Ganze erst erforschen. Es bringt mich aber dazu... noch eine Akademie zu bauen. Ich mache das... Lass mal kurz, habe ich mich da verguckt? Nee, okay, nee, dann ist es gut. Dann machen wir es genauso wie jetzt auch. Und ich werde die Akademie in der Mitte abreißen, später, und dann links und rechts jeweils eine hinsetzen. Hier bleiben wir mal ganz kurz stehen. Haben wir hier noch in der... Nee, haben wir nicht mehr. Also die hatten wir schon alle geholt. Gut. Das Erzvorkommen wurde in der Nähe erschöpft. Alles klar, kein Problem. Die Wege. Ein Weg wird in der Mitte sein. Und hier können wir weitermachen. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, so viele... Akademien zu bauen oder ob das Quatsch ist. Aber das werden wir dann sehen. Das können wir schon mal machen. So. Was ist das hier? Das kann ich nicht anklicken. Vielleicht habe ich es noch nicht erforscht. Technologiebaum öffnen. Okay, das nächste Combat. Den will ich unbedingt erforschen, weil den werden wir setzen. Das wenn wir werden nämlich, sobald wir den haben, bin ich mir sicher, werden wir massivst angegriffen. Zumindest gehe ich davon aus, dass das passieren wird. Also 4 Akademien reichen. Was bedeutet, dass wir, ich möchte weiteren Auftrieb generieren. Nee, Auftrieb. Das wollte ich.
Also in diese Häuser müssen auch entsprechend dann Anwohner rein, damit das überhaupt funktioniert. Aber ich merke, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank. Und dann können wir weiterlaufen lassen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und übrigens, ich hätte es fast vergessen, Marco Polo wäre mit Sicherheit begeistert davon, wenn er das hier als Geschichte verkaufen könnte. Ne? Also, ich sag vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.